Jetzt gönnen wir uns einen Happen Urlauber. Jetzt schnappen wir uns was von den Freuden der anderen. Wir spielen Maneater als König des Meeres, der Hai. Hierbei, ich hoffe, die Regie hat das richtige Intro rausgepackt. Seemonster. Ich wusste. Neun extra angekündigt. Na gut, dann macht. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. Kann man das nicht nachträglich noch als Seemonster branden? Es ist doch eindeutig ein Seemonster. Wir spielen ein Unterwasserspiel. Noch Seemonstiger kann es nicht sein. Da rede ich die ganze Zeit davon. Naja, wo gerade wir am Meckern sind, eine Sache, die ich kurz auch. Herzlich willkommen zu Seemonster, wo wir gerade von kleinen Konflikten reden. Mir ist eben gerade aufgefallen, dass ich spiele ja gerade Amnesia, oder ich habe Amnesia zu Hause schon durchgespielt und es kommt für euch diese Woche, dass dummerweise Folge Nummer 3, das ist zum Glück eine langweilige Folge, in der ich mehr oder weniger die ganze Zeit nur durch einen Weinkeller renne, dass die Folge wohl verloren gegangen ist, weil sie von hier nicht runtergeladen wurde und ich sie dann irgendwann aus Platzgründen bei mir gelöscht habe. Wir reden hier nur von einem Zeitfenster von ein paar Tagen. Also so richtig ist es von keinem die Schuld. Schicksal. Und deswegen ist die jetzt nicht mehr verfügbar. Kann sein, dass die dritte dann einfach fehlt. Ihr seht's dann mit einem Break dazwischen. Aber das, was ihr verpasst, ist nicht so mega aufwendig. Mega toll, ne? Das ist so ein kleiner Tipp. So, jetzt aber zurück zu Maneater. Wir gehen direkt ins Spiel. Ich starte mal einen neuen Slot, denn das Tutorial am Anfang ist eigentlich ganz sinnvoll, auch um euch alles zu erklären. So. Gehen wir mal rein ins Spiel. Ich hab's im Epic Store. Oh, macht mal mein Bild raus, jetzt kommt erstmal ein bisschen Cutscene. Pierre LeBlanc ist bei seinen Kollegen als Scaly Pete bekannt. Papa hat Haie gejagt. Ich jage Haie. Es liegt im Blut. Wenn es jemand Besseren gäbe, würdest du doch ihm folgen, oder? Die Menschen haben viele falsche Vorstellungen von Haien. Wissenschaftler meinen, wir müssen koexistieren. Wie soll man mit Haien koexistieren, ne? Die wollen nur eins. Dich töten, fressen und ausscheiden. Ich sehe meine Arbeit als heilige Pflicht. Ich würde sie alle töten. Schade, dass ein Tag nur 24 Stunden hat. Eisichtung in Frontigbahn. Mehrere Tote wurden gemeldet. Der Hai ist an einer rostigen Harpune in der linken Flanke zu erkennen. Aus dem Weg! Ich habe was zu erledigen. Na okay, das ist unser Antagonist, der ja eigentlich schon durchaus solide Punkte hat. Er hat einfach ein Hühnchen mit dem Hai zu rufen. Dieses Weibchen ist schnell, wild und bis an die Zähne bewaffnet. Dadurch hat es hier im Golfstrom nicht viel zu befürchten. Ein Fisch, ein Hai ist übrigens weder Reptil noch Säugetier, sondern Fisch. Also, Kameraeinstellungen beibehalten, ja bitte. Und deswegen schnapp ich mir meine Artgenossen oder zumindest die ähnlichen, die im selben Genre, im selben Ballpark angesiedelten Fische und verleibe sie mir ein. Und jetzt bist du mein Knecht. Die arme Schildkröte, die denkt sich, aua, 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 hinten am Arsch, da ist mir der Hai, da sitzt mir der Hai am Hintern. Ja. Der Zackenbarsch hat jetzt noch ein paar Zacken mehr. So. Njam, njam, njam. Und wenn ich ein Random Fact über Haie noch erinnere, dann ist es, dass ich
irgendwo in der Doku gesehen habe und gelesen habe, dass die ja sterben, wenn sie sich nicht mehr bewegen können, weil sie durch diese Art wahrscheinlich das nur durch Bewegung vielleicht das Wasser durch ihre Kiemen pressen oder so. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es daran liegt. Jedenfalls, wenn die sich nicht bewegen können, dann sterben die. Und das ist interessant, weil das ist ja dann ein Tier, was dazu verdammt ist, immer aktiv zu sein, immer Jäger zu sein, immer am Start zu sein. Der kann sich nicht mal einfach eine Minute hinchillen und sagen, ey, komm, lass mal 5 gerade sein, lass den Zacken einfach mal, da bricht mir jetzt auch kein Zackenbarsch aus der Krone, wenn ich den einfach mal in Ruhe lasse. Wenn ich ihn nicht mit meiner Schwanzflosse zerfetze. Bam! Mach ich doch. So, ich hau noch mal kurz die Schildkröte. Bam. Dieser Bullenhai verhält sich eher wie ein Fuchshai, wenn er seinen kräftigen Schweif so kreativ einsetzt. Eine Haifischflosse erinnert die Menschen unheilvoll daran, dass der Ozean ein wildes, ungezähmtes Reich bleibt. Das ist auch irgendwie ein sehr interessantes, schönes Setting. Obwohl ich mich frage, warum ist da dieses, also warum kentert dieses Schiff da? Das sieht ja eigentlich noch relativ normal aus und es sieht aus, als wäre ja einfach nur ein Hafen, aber so fahren doch, und ich bin aus Hamburg, so sieht ein Schiff nicht aus. Bam, springen! Ein akrobatisches Kunststück, das einem grausam eingesperrten und zur Schau gestellten Orca würdig ist. Der große Fisch taucht in den Ozean hinab. Die Geschwindigkeit des Bullenhais ist für ein großes Meeresraubtier verblüffend. Ein springender Hai ist ein seltenes, kalorienintensives Spektakel. Mhm. Das will ich machen. So richtig schön, so eine richtig fette Kiezklatsche. Oh. Hey, du da! Was ist ein Problem? Oh shit, nee, da, genau, noch ein Problem. Bam! Ja, zwar nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber es hat trotzdem cool ausgesehen. Da, Familienoberhaupt Vogelfisch. Warum kann er gerade nur so komisch? Komm jetzt. Er macht gerade sein Dash, ist einfach gerade nicht schnell genug, wenn ich mal ehrlich bin. Also mein. Geh, komm. Vielleicht ist der Papageienfisch aber einfach sehr schnell. Oh, ein Mensch. Bam, ey, zurück auf den Strand. Das ist sehr deutlich. Der Hai wurde dabei beobachtet, wie er 2 Dutzend Menschen mit seiner mächtigen Flosse zurück an den Strand beförderte. Bis heute versteht niemand, was er damit sagen wollte. Runter von meinem Strand, ihr dreckigen Mammals! Okay, so, jetzt werde ich mir noch mal einen suchen, dich. Da liegen sie am Strand und fragen sich, was zum Teufel. So, jetzt gibt's Terror in der Bucht. Schaffe Crawfish Bay Rache, schaffe Boss. Ja, ein paar Menschen, das ist doch kein Problem. Alter, den habe ich ja zerlegt! Dass Haie, Weichtiere, Fische und Robben fressen. Weniger wird behandelt, dass sie auch gern von Angst zehren. Oi. Nein, Fische sind Freunde, den lasse ich in Frieden. Aber du. Im Salto gestorben. Salto Mord.
Aale. Du tauchst, der sieht mich. Ach nee, die tauchen gar nicht, ne? Aber das, was mir ein bisschen fehlt, ist, dass die alle Panik kriegen. Dass die jetzt alle richtig panisch versuchen, an den Strand zu schwimmen und ich quasi mir schnell alle schnappen muss, bevor sie entkommen. Oh, okay, kommt das aufblasbare Einhorn. Das muss es sein. Nein, nein, nicht den Mensch, das Einhorn. Es ist zu schön. Werden, dass diese Art von gezielter Gewalt für einen Hai recht ungewöhnlich ist. Naja, der wird ja auch nicht von mir gesteuert normalerweise. Mal einen Klaps auf die Schnauze. Okay, jetzt gibt es einen Kampf gegen ein Boot. Ich tauch doch schon ab. Ey! Okay, der Jägertaucher hat auf jeden Fall gleich ein großes Problem. Ja, Mann! Einfach so aus der Luft schnabuliert. Nix könnt ihr mit eurem kindischen Boot. Ihr braucht ein größeres Boot. Habt ihr den Film nicht gesehen? Fuck! Okay, sie brauchen vielleicht doch kein größeres Boot. Vielleicht brauche ich einfach mal ein bisschen mehr Jägertaucher zu essen. Oh, das gibt Energie. Ein, zwei Taucher am Morgen. Oh, und jetzt ist es mein Boot. Ja! Ah! Blut! Der Kretschmar! Ja! Ja! Oh, da gibt's noch zwei Boote mehr. Aber ja, sie schlägt sich auf jeden Fall ganz gut. Shit, falsch, Fehler, runter. Das ist ganz schön gefährlich, als so ein Jägertaucher einfach so auf den gefährlichen Todeshai, der schon 12 deiner Kameraden kurz vor der Rente erledigt hat, auf den so zuzutauchen. Ich meine, was denkt ihr euch? Ich kann offensichtlich fliegen. Ja! Ihr mundet so gut! Jägertaucher, Alter. Ich bin hier der fucking Jäger! Das kleine Schiff. Nanu? Hui! Ah, da guckt er, der Jäger. Ertrinkt er? Na komm, ich gebe dir noch die Chance. Ah, guckt euch das an. Ich bin nur ein Teil der Nahrungskette. Ich hab ihn gefinisht. Weil sonst wäre er ertrunken. Das wäre Verschwendung gewesen. Ja, okay, die Kamera ist gerade ein bisschen wenig hilfreich. Man muss halt lernen zu springen und dann von oben. Ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Sobald man zu tief ist, kann man eigentlich nur noch das Boot angreifen. Das klappt, wie ihr seht, auch. Aber es ist nicht zu empfehlen. Oh ja, ein bisschen was essen. Ah, so einen guten Taucher. Ja, ja, ja. Der taucht was. Okay. Was denn? Ich wollte die dicke Lady. Diese Zähne. Oh, der Hai wird toll über dem Kamin aussehen.
Gleich gibt's Abendessen. Oh, fuck. Was? Sehen wir sie an Deck, oder? Scaly Pete! An Bord der Cajun Queen überprüft Scaly Pete den Fang des Tages. Ja, das ist das Eisen meines Vaters. Aber das ist nicht der Hai, nicht der, den ich gesucht habe. Woher ich das weiß? Zu klein. Sieht der etwa mega aus? Na, sieh mal an. Was schmeier, ne? Sie ist offen. Also der Matroschka-Hai. Wie geht's denn deiner Mutter? Wow, warum hast du das getan? Ich beim nächsten Mal erkenne, wenn ich sie aufspieße. Der Überlebensinstinkt des Jungtiers setzt ein. Du solltest vielleicht die blöde Kamera... Alter, das war unsere Mama, ne? Und wir müssen jetzt groß werden. Also, die Aufmachung ist richtig gut. Es gefällt mir wahnsinnig gut. Diese Tiger King-artige Reality-Show über... Ja, ja, schön die Hand. Eine helfende Hand. Ein Wildjäger behauptete einst, dass ein Tier nach dem Genuss von Menschenfleisch seine natürliche Beute aufgibt und die tödliche, zielstrebige Suche nach dem gefährlichsten Wild aufnimmt. Ja, weil der Mensch nämlich so lecker ist. Der Mensch ist ein sehr leckeres Tier. Das wissen aber nur die wenigsten. Psst, erzählt das auch niemandem. Sonst bleibt nichts mehr übrig für uns. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich muss ja weiter rumschlummern hier. Ich muss auf jeden Fall erstmal größer werden, um durch das Gitter zu kommen. Und jetzt werden die Levels auch interessant. Eben war ich ja absolut überlevelt im Bar. Und jetzt wird ein bisschen was gegessen. Nam, 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 süßer kleiner Hai, ne? Möchte man direkt adoptieren. Okay, aber da soll ich ja gar nicht hin. Besuche die Grotte von Fortic Bayou. Oh. Was ist das denn? Diese Meeresplünderer sind für die Reinigung des Meeresbodens von essbaren und halbessbaren Abfällen unerlässlich. Warum schwimmst du nicht in die Grotte und entwickelst dich? Weil ich nicht weiß, wo die Grotte ist. Das ist schon gut gemacht, finde ich. Aber hier bin ich doch. Ich meine, ich muss mal gerade gucken. So, erstmal gucken. Wird mir denn die Grotte. Da wird mir die Grotte angezeigt. Okay. Ich war mir nicht sicher. Ich dachte am Anfang, dass es eine relativ überschaubare Tutorial-Map ist, aber das sieht auch wieder groß aus, als wäre das hier richtig schönes, großes Areal. Natürlich für mich im Moment genau passend. Da würde ich als großer Hai wenig Spaß haben, weil einfach zu wenig Platz zum Schwimmen ist.
Wildtiere, weiche aus, leuchten, verletzlich, greife an, während sie verletzlich sind. Okay. Was ist das? Kannst du, wenn sie verletzlich sind, zappeln, um die Kontrolle zu behalten? Alter, RT mit deinem Gegenstand im Maul gedrückt und bewege dann RS zum Zappeln. Okay. Gefahrenblick. Ah, ist das hier. Habe ich hier eigentlich auch einen Spanzi? So, hab die Kontrolle behalten. Guck ihn dir an, wie er aussieht. Und er hat auch so eine, er hat jetzt so eine richtige Narbe. Daran erkennt uns natürlich dann später auch der Protagonist der Serie wieder. Nehme ich jetzt mal an. Okay, wie komme ich denn jetzt? Ah, so. Moment. Ah! Da ist die Grotte. Volle Lotte in die Grotte. Geil, da freue ich mich. Ist ja wie Sea-Monster Subnautica, nur ohne Luftprobleme. Nur hier in der Grotte kann das Haiweibchen die absolute Ausgeglichenheit tief in seiner Seele erfahren. Hier ist halt alles. Alle meine Trophäen. Offensichtlich hat er einen Sternefetisch. Okay, und hier kann ich jetzt evolutionieren. So, Organ, größeren Penis, Riesenpenis. Nee, geht gar nicht. Verbessern? Geht nicht. Habe ich nicht genug Genspiralen. Ja, dann hätte ich halt noch ein bisschen mehr essen müssen. Dieser Hai weist ein Verhalten auf, das eher typisch für Wale und Delfine ist. Er kann den Schall messen, um potenzielle Beute zu orten. Ich sammle DNA-Material. Friss seine Lieblingsbeute, um den Spitzenpredator rauszulocken. Ich weiß nicht, ich bin dafür noch gar nicht stark genug. Ich bin doch nur ein kleiner Fisch. Ich bin ein kleiner Fisch in einem sehr großen Teich. Und ich muss größer werden. Ich muss eine große Hai werden. Habe ich jetzt alles schon weggegessen? Das kann ich nicht glauben. Was ist da oben? Was ist da oben? Was genau soll ich mir da so ein Ticket holen? Möp. Abgewiesen. Möp. Nein, du kommst hier nicht durch. Kann ich da vielleicht einfach mit so diesem? Ja. Ja. Geschafft. Was habe ich gerade bekommen? Oh. Ich brauche aber trotzdem 2000. Das ist ganz schön viel. Aber ich krieg damit keine DNA. Das ist ungeil. Weil das ist ja eigentlich das, was ich brauche. Ah. Ah, 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 ein Riesending! Ein Riesending! Weg, 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 weg! Retten Sie mich! Helfen Sie mir! Ah,
Okay, okay, okay. So, immerhin wird auch immer angezeigt, was der jeweilige Fisch bringt. Also, ob er hier dieses, weiß ich nicht, gelbe, sammle ich da Urin oder ist das Öl? Ich habe keine Ahnung, Öl ist nicht gelb, ne? Ich weiß auf jeden Fall nicht, was ich da sammle. Ist mir aber auch egal, weil ich abhauen will vor dem Spitzenpredator. Alter, was für ein Riesending. Der würde mir aber Genmaterial geben. Ah, aber shit, ich muss da, genau, zur Muskellunge. Zu dem muss ich. Da, genau, alle roten muss ich wegessen. Mehr Wälse. Ach, da oben links sehe ich jetzt erst. Meine Aufgabe ist in dem Fall ja wirklich die Wälse erledigen. Aber nichts davon war jetzt umsonst, weil all das sammelt sich ja an. So, 6. Okay, der ist mir mehr oder weniger ins Maul geschwommen. Kannst du, Arschgeige, mal weghauen, abhauen? So, der 9. und der 10. Den Raubtieren hat zu einer Überfülle von Wälsen geführt, was dem örtlichen Siebel Rosie, dem Alligator, sehr gelegen kommt. Der lässt mich nicht in Ruhe, ne? Oh. Okay, ich glaube, hier bin ich jetzt erstmal sicher. Im hohen Gras. Und jetzt suche ich. Geht gar nicht, ne? Ich suche mein Missionsziel. Oh, hier sind noch so. Hier ist auch wieder eins. Ja, das holen wir noch. Diese. Weiß ich auch nicht. Autoabzeichen. Verkehrsschilder. Ich weiß nicht genau. Wie kann ich denn da hinkommen? Komm, gucken wir mal. Soll ich echt, muss ich die ganze, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich muss doch nicht wirklich diesen ganzen Weg da entlang hüpfen als Hai. Das kann ich euch irgendwie nicht glauben. Naja, das muss ich scheinbar ein andermal machen. Kann ich mir nicht vorstellen. So, fast 2000. Noch nicht ganz. Aber wenn ich 2000 habe, kann ich endlich eine Evolutionsstufe aufsteigen. Dann bin ich YouTuber. Oh, ich habe auch ein Ziel, sehe ich gerade, ein neues, das mache ich gleich. Dich nehme ich mir zur Brust. Ja, Mann. Muski ist ein Süßwasserfisch, der häufig in der Region der großen Seen vorkommt. Daher habe ich keine Ahnung, was er hier will. Oh, wie ich das alles wegesse. Okay, neue Aufgaben. See you later, Alligator. Grotte, ne, erstmal zur Grotte. Zur Liebesgrotte. Und da werden wir uns dann wiedersehen. Kommst du auch zur Grotte?
Wenn die Sonne hoch im Himmel steht, warte ich auf dich in der Grotte. Warte mal. Da. Falsch. Verschwommen. Dieser Drehstöpsel in meiner Wanne zu Hause. Diese Dinger sind wirklich Magnete für Haare und Dreck. Das ist ja lustig. Ist das wie, das ist ja wie das Ende von Lost. Das ist ja wirklich bescheuert. Na gut, ich akzeptiere das einfach mal in dieser Welt, aber es ist wahrscheinlich das Dümmste, was ich je gesehen habe. Okay, die Grotte. Hallo, Lieselotte. Zeig mir die Grotte. Wo finde ich sie? Ich weiß es nicht. So, ich gehe jetzt an Land und gründe Amazon. Ich verkaufe Bücher. Haha, dann gehört mir die Welt. Ja, scheiße. Au. Au. Das endet in einer Katastrophe, wenn der Monsterfisch nicht bald ins Wasser hüpft. Ja, ja. Maul. Wo ist denn die Grotte, sag mal? Schnellreise. Okay. Selbst für einen Hai ist Zeit für sich allein wichtig, um nüchterne Selbstreflexion zu betreiben. Ey, das ist ziemlich cool, wie hier einfach alles irgendwie... Einfach sich alles schon angestaut hat in dieser Höhle. Es ist einfach der perfekte Haihöhle. Es ist wahrscheinlich der coolste Ort. Hier hängst du also immer ab. Ja, und hier rauche ich und trinke alte Bierreste. Geil. Finde ich gut. Gefällt mir sehr gut. Wie kann ich denn jetzt evolutionisen? 2000 Organ. So. Habe ich das? Verbessern. Fortgeschrittener Sonar. Naja, aber vielleicht habe ich ja hier auch noch andere Sachen. Also. Nee, gibt echt nur das? Scheiße. Na gut, komm, dann machen wir das. Bisschen mehr hätte ich mir jetzt schon erwünscht. Nächstes Mal verbessern 8000 Genklümpchen. Ach, mit dieser Boje und alles. Mein Gott, was für ein Partyhai, wirklich. Naja, du findest mich bei der Boje, Mann. Du siehst es dann schon. So. Wir gucken mal nach einer Mission. Haben wir das alles schon? Hier ist noch was. Sammelobjekte. Nährstoffspeicher, ja, okay, die gibt's hier überall. Hier, so, nehmen wir mal die Jagd auf Fedric Bayou. Nehmen wir den. Man fragt sich schon, wie bekomme ich dieses Nummernschild? Vielleicht einfach mal richtig abtauchen, aber ich glaube, dafür bin ich noch gar nicht groß genug. Nee, seht ihr, da komme ich noch gar nicht hoch. Nee. Das ist nix. Ey! Okay. So, wo ist denn mein eigentliches Ziel? Da. Da steht ja auch, du kannst an Land nicht atmen. Ach so, ich dachte, ich ersticke wegen der Bewegung. Jemand sagt mir, ich kann da noch nicht hin. Okay, dann muss ich doch mal... Oh, was ist hier? Wer will gegessen werden?
dann muss ich vielleicht einfach immer noch weiter kämpfen und essen. Bis ich groß genug bin. Das kann sein. So, mal gucken, ob ich nicht eventuell so einen Alligator mal angreifen kann. Ja, Mann. Ich konnte deine scheiß Musik noch nie leiden. Dass mal einer zurückbeißt, da habt ihr nicht mitgerechnet. Scheiße, die sind viel zu stark. Die sind einfach viel zu stark. Nein, ich habe nichts gegen Alligator, Vince. Ich meine das Reptil, nicht den Popmusiker. Enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. Das war auch immer meine allergrößten Sorgen. Nee, der ist auf dem Land, warum auch immer. So, wo ist denn jetzt die... Zerstöre das Spiel, Ziel. Ja, welche denn? Welches Ziel? Das hier? Oh, nee, das ist nur eine weitere Kiste, nehme ich an. Der könnte mich fast killen, wenn ich jetzt nicht schnell agiere und zugreife. Zu beiße. Oh. Und das war auch, so wie es scheint, die Mission. Gut. Jungtier. Ich habe immer Sunshine-Sonnenschutz gekauft. Bis ich gelesen habe, dass es 7 hormonstörende Chemikalien und Palmöl enthält. Das ist natürlich auch subtile oder auch weniger subtile Kritik an der Art, wie wir mit dieser wunderschönen Unterwasserwelt umgehen. Im Spiel mit drin. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Das könnt ihr ruhig schon mal ein bisschen lernen, wie das ist für andere Lebewesen, was wir so machen. Dieser Hai ist eine Art Superabfallplünderer, der im Prinzip keine Geschmacksnerven besitzt. Einfach alles essen. Nein! Weg! Ich habe gedacht, es reicht. Doch es reicht nicht. Jetzt muss ich mich an Schildkröten laben. Ey! Nein! Du Sau! Hier bin ich noch, ne? Komme ich nicht durch? Ja, ist doch gut, Kroko. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Du bist der super Hai. Okay, so, ich hau ab. Aber auch nicht zu weit.
herumreisen, werden wir ständig erinnert, wie die Einmischung des Menschen das fragile Gleichgewicht der Meereswelt durcheinander bringt. Ich kann dich auch, ich kann auch zurückbeißen. Der Haifisch, der hat Zähne und die putzt er perlenweiß. Ah, schön. So. Und plötzlich wieder voller Energie. Schnapp, da ist der Alligator. Alligator. Oh, das gab gut. Das gab gut Genklumpen. Niam, niam, niam. Toll. Grotte besuchen. That's what she said. Ich gehe da mal direkt hin. Schnellreise. Daher sollten wir viel Angst, Unlust und schlechte Entscheidungen erwarten. Das und viele andere Gags können wir erwarten jetzt mit dem Thema. Okay, wir warten immer noch auf 8000. Mann, bin ich jetzt schon groß und böse, ey. Du kriegst die volle Socke. Oh. So, weil ich so krass bin, lasse ich den Rest sogar liegen. Oh. Ich komme langsam an in der High Society. Dieser Gag wurde Ihnen präsentiert von Chad. Okay, ich mach mal ein neues Ziel. Und zwar dritte Höhle des Feminismus? Venite, was genau? Besuche die Grotte von Dead Horse Lake. Eine andere Grotte, okay. Und ich bin auch deutlich schneller gleich. Kann wahrscheinlich auch viel mehr, ja, schon ganz gut springen. Noch nicht ausreichend, aber schon ganz gut. Moment, welches Ziel soll ich eigentlich zerstören? Wird das mir angezeigt? Die kaltblütige Vagabundin bewegt sich souverän durch ihr natürliches Habitat. Ah, den soll ich also killen. Mal gucken, wie schnell das geht, ob der... Na, der ist schon... Ah, shit, das hätte ich wissen müssen. Er leuchtet, also ist er gefährlich. In dem Moment hätte ich abhauen müssen. Thank you.
So, ich schwimme kurz ein bisschen weg, weil ich erstmal Energie wieder aufsammeln muss. So, most wanted. Underwater most wanted. Sea Monster most wanted, genau. Der Alligator. Wegen besonderem Langsein und extra harter Haut werden sie zum Beißen verurteilt. Hören Sie jetzt auf! Das Gericht hat. Okay, ich höre auf. Das Gericht hat eigentlich beschlossen, dass sie nicht überleben sollen. Aber seien wir doch mal ehrlich, das Gericht ist schwach. Und weicheimäßig. Jetzt von hinten. Haha, gerade als du dachtest, du wärst mich los. So sind sie, die kleinen Wadenbeißer. Zack, 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 zack. Daneben. Dabei ist er doch so groß. Alter, Stufe 15 ist aber auch ganz schön großer Alligator, muss man sagen. Weg, 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 weg. Okay, den hole ich mir. So. Wo ist er denn wieder? Der gejagte Alligator. Da. Von mir gejagt. Ich glaube, mein Schwanzhieb ist noch gar nicht groß genug, um irgendwas zu bringen. Na, weil ich den scheiß Schwanzhieb versucht habe. Alligatorenangriffe nur mit einem Golfschläger bewaffnet überleben. Mann, ich hätte mir das geschafft. Ich hätte es geschafft. Ich war doch so kurz davor. Frust essen. Sowohl für menschliche Jäger als auch für Raubtiere wird der Bayou wegen seiner Wildheit und Großzügigkeit verehrt. Also, wir gehen erstmal zu der Grotte. Aber nicht zu der. Zu einer anderen. Zu der will ich. Okay. Einfach geradeaus und links halten. Gespannt, ob das Krokodil wieder volle Energie hat. Ja. Mann, ich würde den echt schaffen normalerweise, aber ich muss es mir aufheben. Aber man kann ja einmal hinschwimmen. Einmal eingeben. So. Wir haben andere Probleme jetzt. Wir suchen die Höhle. Also,
Als Folge von industrieller Verschmutzung und Abwasser wurde der Dead Horse Lake 1996 als Superfund-Standort ausgewiesen. Kriege ich denn für den Wels jetzt überhaupt noch quasi... Nee, ich krieg gar keine DNA-Punkte. So einfach wollen sie es dann doch nicht machen, dass man sich einfach an Welsen gesund stoßen kann. Was ist das hier? Oh, das ist ein neues Symbol. Was kriege ich da? Hier die grünen Hanteln. Okay. Okay, hier sind ganz offensichtlich radioaktive Reste. Haben die da tatsächlich unter Wasser so ein Police Line Do Not Cross aufgehängt? Ernsthaft? Na gut, von mir aus. So, hier ist irgendwas am Leuchten. Da, schön das radioaktive Material. Ist da ernsthaft eine Kernschmelze direkt unter der Wasseroberfläche? Habt ihr einfach mal eine Kernschmelze und keinen kümmert? Ist es euer Ernst? Hallo? Start! Der Turm steht ja auch schief. Die spinnen ja. Das ist ja völlig wahnsinnig. Okay, wir gehen in die Höhle weiterhin. Wir suchen die Höhle, 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 Pophöhle. Da. Hier kann ich auch nicht, da auch nicht weiter. Ja, da muss es wohl irgendwo hier weitergehen. Oh, jemand hat geschrieben, da war eine Kiste. Die Kisten sind wichtig, die würde ich gerne... Ah, ein Wegweiser, den nehme ich auch mal mit. Oh, ist das hier geil? Kann ich das essen? Nee, schauen wir nicht. Falscher Film. Wir freuen uns über den Zuschuss von Sunshine Solutions, der diese Sendung ermöglicht hat. Und an die Zuschauer, das Massenklonen und die Genveränderung des heutigen Militärs ist sicherer denn je. Killy. Ah, da gucken die Vögel doof. Ich kann das nämlich auch. Ihr seid nicht die Einzigen. Alter, was hier rumfliegt, ne? Nur Dreck. Hallo? Das habe ich auch nicht geachtet. Das Ausweichen, ne? Okay. Will ich mir auch mal merken. Einfach. So, man kann halt ausweichen. Ne? So, und ich gucke mal, dass ich noch Level 5 eventuell werde, bevor ich in die Höhle gehe. Das ist der, was ist das? Ein Mount Müll. Ja, ein großer Müllberg wird irgendwann eine Insel wie Dubai. Nur lame. Wie so ein White Trash Dubai. Okay, gut. Das ist schön zu wissen, dass aus diesen Seilen irgendwann das Fundament einer neuen Gesellschaft wird.
So, mehr essen. Nicht genug schnabuliert. Du, Barracuda, genau. Spinnst du, dich zu wehren? Alter, wenn ich mit dir fertig bin, kann man dich eindosen. Ganz geil, wie man da danach so bedrohlich einfach nur rumschwimmen kann. Und es ist auch ganz gut, dass sie überall diese Wasserverschmutzung eingebaut haben, weil das dazu führt, dass man die Geschwindigkeit viel besser wahrnimmt, weil man so viele Fixpunkte hat. Das war also von langer Hand geplant von der Menschheit. Mehr. So, wo ist denn jetzt diese dämliche Höhle? Nee? Aber hier ist doch was. Hier ist doch irgendwas Wichtiges. Oh shit, jetzt komme ich hier ja gar nicht mehr raus, ne? Doch. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ist das hier? Soll ich da hin? Serisse Grot, and we will dive into it, deep into the grot, there we are, and now we found the grot of the feminism. Absolute Ausgeglichenheit tief in seiner Seele erfahren. Also allein die Hälfte der Sachen, die hier liegen, sind von James Cameron. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, da haben wir unseren Star nochmal in der Nahaufnahme mit seinen sympathischen gelben Todesaugen und den nach innen gerichteten Beißerchen, die dazu führen, dass es nur eine Richtung gibt. Nach innen. Ein Schlund nach innen. Es gibt kein Zurück. Hat er einmal gebissen, kann er nur noch euch fertig verdauen oder sterben. Das ist unser Motto. Verdauen oder sterben für die letzte Magenwölbung. Wir machen gleich noch eine Runde Sea-Monster weiter. Mindestens, sag ich mal, eine halbe Stunde bis eins. Dann gucke ich mal, ich habe auch noch andere Spiele. Vielleicht spiele ich da noch mal eine Stunde was anderes, aber jetzt erst noch mal eine halbe Stunde gleich. Sea-Monster mit Maneater, einem Spiel, das mir überraschend gut gefällt und überraschend gut durchdacht ist und einem ernsthaft ganz gut das Gefühl eines Hais in einer völlig dämlichen Welt zu sein. Das finden die haben die ganz gut gemacht. Also, wir spielen gleich noch ein bisschen Maneater. Essen müssen wir alle. Einer muss richtig viel essen. Und zwar die ganze Zeit, wie die Dauerwurst. Es geht vorne rein, hinten raus. Könnte man nicht eigentlich auch sowas wie eine Ringwurst machen, wo quasi hinten das, was rauskommt, wird vorne wieder irgendwie anders zubereichert durch
und dann wieder vorne rein. Die Ringwurst ist vielleicht potenzielle Ernährungsidee für den Hai eures Vertrauens. Ich selbst habe mich längst entschieden, und zwar bin ich ein großer Freund von Menschenfleisch. Das weiß ich, weil ich als kleiner Hai bin ich in den Armen eines Mannes gefallen und habe den gegessen. Und der war ganz cool. Der war okay. Habe ich mir gedacht, mache ich aber jetzt immer. Und deswegen bin ich umgezogen. Hier an den Strand von, weiß ich gar nicht, wie heißt der Strand? Ich weiß es nicht. Und da habe ich mir eine gemütliche Höhle eingerichtet. Dum dum. Und da kann ich ganz nach Belieben. Hier seht ihr auch, ich suche gerade eine größere Bude, deswegen verkaufe ich das gerade for sale. Habe ich hier unten aufgehängt. Aber da ich ja alle esse, die hier reinkommen, ist es schwierig, die Wohnung weiter zu vermieten. Auch wegen der Kaution. Aber ich habe mich schon damit abgefunden, die kriege ich eh nie wieder. Ein bisschen Zeitung lesen. Ja, okay. Wir haben keine Zeit. Deswegen mache ich kurz mal den Sonar an, trink ein Schlückchen und geh dann hier zu diesem Fragezeichen. Da, glaube ich, kann ich den Moment, kann ich kurz noch mal gucken, digital links. 4000 reicht immer noch nicht, ne? Ich brauche nämlich 8000. Was ist das hier ablegen? Echt komisch, dass ich nur dieses eine Organ habe und die anderen Sachen einfach nicht größer werden oder besser werden. Da war doch eben gerade ein Fragezeichen. Genau, das will ich. Das längste Date der Welt. Oh. Wenn die örtlichen Polizeibehörden einen Streit um Zuständigkeit schlichten, bleiben diese beiden eine beliebte Attraktion für selfie-süchtige Schnorchler. Das ist schon ganz geil. Ja, komm, jetzt sind wir auch schon 5 Meter tief. Jetzt können wir auch hier bleiben. Ja, so ist das, wenn man nicht aufpasst, was so bei den Freizeitparks passiert. Apropos, komm, wir gucken uns einmal hier so, schwenken wir einmal durch. Die Stadtkulisse ist echt schön. Hier bin ich unter Freunden. Immobilienhaie, Kredithaie, Partyhaie. Danke an den Chat für diesen Gag. Passt sogar ganz gut. Nehme ich einfach mal so mit. Was ich aber wissen will, ist meine nächste Mission. Vielleicht, immer das. So, vielleicht muss man hier mal gucken. Atommüll. Atommüll, Zackenbarsche hätte ich gern. Die hole ich mir. Orson Welles. Okay, ja, ihr seid schon lustig. Also, die Wortspiele sind heute on point. Da säuft keiner von euch ab. Ein Wels ist leicht von anderen Arten durch seinen glatten, schuppenlosen Körper und seine charakteristischen Barthaare zu unterscheiden. Na nun, okay, da kann ich wieder nicht hin. Die Seite kommen. Kurz mal auf der Karte gucken. Ja. Irgendwie hier runter. Ne, ne. Ah, okay, da muss ich, also irgendwie muss man da wahrscheinlich drüber oder drunter. Ach, okay, das geht doch, ja. Mann, bin ich mittlerweile geil und groß geworden, ey. Hammer. Okay, so. So, wie könnte ich da hinkommen? Ja, so nicht. Also vielleicht soll ich auch einfach nur hier in diesem Bereich die Zackenbarsche mir raussuchen. Bin mir gerade nicht sicher. Gut, wo ich eigentlich hin soll.
Ja, zu dem Müll will ich. Zu dem guten Atommüll, verdammt nochmal. Sehr interessant. Na gut. So, wir gucken mal, ob das die richtigen Wälse sind. Erfahren wir, sobald wir sie einmal reingebissen haben. Ach, ich soll ja auch Zackenbarsche, gar keine Wälse. Dieser Zackenbarsch, der war eh ein Arsch. Ich kannte ihn von früher schon. Lang litt ich unter seinem Hohn. Hahaha. Doch nun bin ich der mit dem großen Maul. Ja, scheiße. Scheiße, scheiße. Was kann man denn da tun? Wie komme ich da nur hin? Das macht mich wahnsinnig. Ich will das jetzt essen. Ich hab fast das Gefühl, man kann da nicht hin. Ja, dann gehe ich da vielleicht doch erstmal hin. Aber eigentlich bin ich hier doch schon so nah dran. Spring da einfach übers Land, sagt ihr. Das sagt dir einem Hai. Spring doch einfach übers Land, dann kannst du nicht zu Fuß gehen. Okay, versuche ich das. Vielleicht ist gleich Schluss, denn ich gehe zu Fuß. Dieser Hai ist wirklich ein sehr aggressives Tier. Du erstickst, ja klar. Ja klar. Scheiße. Nee, ich bin hier falsch. Muss bestimmt über irgendeine Höhle, über einen Höhlenumweg, muss ich da hinkommen. Gucken wir mal, wo das sein könnte. Sei kein Arsch, hol dir einen Zackenbarsch. Und war er zu mir ziemlich harsch, in mein Maul kommt nur Zackenbarsch. Jawohl, ich hab's. Gut, ey. Schön angestrahlt. Und gar nicht kalt. Der Zackenbarsch. Das sieht echt nicht gut aus, das ganze Blau. So, komm, wo sind sie? Die Barsche. Da sind sie, die radioaktiven Zackenbarsche. Geil. Ah, da ist ja auch der Alligator. Sogar noch einer. Ganz viele. Ich esse die Barsche den ganzen Tag. Barsche essen, das ist alles, was ich mag. Bitteschön, da sind sie. Der Zackenbarsch neigt zu suizidalem Verhalten. Ganz besonders in der Badewanne. Das nennt man Barschel. Ah, okay. Atommüll gegessen. Genug gegessen. Kühltürme niedergelassen. Eine tolle Gelegenheit für den Hai, um auszuprobieren, ob Gammastrahlen wirklich Superkräfte verleihen. Antwort ja.
Mann! Erstmal dich. Und dann kriege ich wieder Energie. Ja, Mann, die Todesrolle. Diesmal kam sie von mir. Das kennt er eigentlich anders. Normalerweise bin ich der, der rollt. Tja, heute wirst du getrollt. Yam, yam, yam. Das ganze gute Genmaterial. Alles inhaliert. Okay. Das war ziemlich erfolgreich. Hammer. Richtig begeistert von mir. Da komme ich nicht durch. Da ist alles verschmoddert. Na, dann gehen wir mal da lang. Ah, da kam ich wahrscheinlich her, ne? Lass mal gucken. Ja, da kam ich her. Nee, dann gehen wir noch in die andere Richtung. Eine neue Aufgabe. Hoch zum Verteiler, Schwarmzackenbarsche, nukleare Verteilerkasten, noch mehr. Frisst 10 Menschen. Komm, mal ein bisschen Menschen. Ist eine ganz gute Idee. Der Hai lebt nicht vom Fisch allein. Auch ein Fahrkartenkontrolleur muss mal sein. Und ist gerade keiner zur Hand, tut's auch ein Mathelehrer mit Krokant. Ja. So, ich lass dich jetzt mal schön in deiner Scheiße hier alleine. Ich kann nämlich fliegen. Oh, fuck. Ich kann fliegen! Scheiße, immer noch nicht. Ich kann fliegen! Ich kann. Einen auf den Weg. Da ist es also, Flamingo Joe. Mit das leckerste Frühstücksbuffet in diesem Bereich der Stadt. Wichtig ist, dass keiner merkt, dass man kommt. Oh! Verdammt! Sie kriegen mich nicht, weil ich sie nicht kriege. Aber kann ich vielleicht da hoch? Der Landhai. Hier vielleicht? Irgendwo. Hier ist ja gar keiner. Ah. Jawohl, Landhai. Ihr entkommt mir nicht. Ich pachte hier bald das ganze Land. Und dann dürft ihr nie wieder parken, weil es alles Haigebiet ist. Wenn ich nur genug Menschen gegessen habe. Okay.
Ah! Normale Menschen würden jetzt anfangen, vielleicht sich ein Taxi zu rufen. Mann! Okay. Mehr Power. Na? Na? Ich will euch doch nur anknuspern! Ihr geilen Schlawiner! Kann mal einer von euch in so ein Touri-Boot gehen? Das Gute ist, ich verliere Energie, da ich am Land bin, aber ich gewinne die Energie wieder, indem ich Menschen esse. Also bin ich ein sich ständig regenerierendes High-Land-Zwitterwesen. Ich werde aber jetzt hier leben. Ich brauche immer nur eine ständige Versorgung an Menschenessen. Der vernünftige Artenschutz hatte in Port Clovis noch nie Priorität. Und so beginnt die Amateurjagd. Ja, Mann. Ich bin quasi ein Stammgast bei Flamingo Joe's. Das heißt, es sei eine Touristenfalle, aber es ist der einzige Ort, an dem ich noch bedient werde. Und an dem man einen anständigen Cesarek bekommt. Ich muss abhauen, ich muss abhauen, 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 abhauen. Ich bin gleich tot. Abhauen, ganz tief runter. So. Was geht denn hier ab? Alter, wir sind doch beide am Rumflüchten gerade. Hai ist doch auch ein Kollege. Aus der Gesamtpopulation wird der Gesamtheit der Bullenhaie zuträglich sein. Polizei! Ich wurde angegriffen. Wir haben leider nur noch 5 Minuten. Ist das richtig, Regie? Habe ich echt nur noch bis 13 Uhr? Wie man sehen kann, waren routinemäßige Mikropraktiken des Risikomanagements nicht wirklich. Bis 14 Uhr. Bei der Reinigung dieses okay, ich hatte ja gesagt, dass wir hier nur eventuell gleich noch ein anderes Spiel machen. Das ist damit wahrscheinlich gemeint. Ich muss aber sagen, es macht mir schon richtig Bock. Aber ja, wir haben noch so viel anderen Kram. Wir werden dann gleich mal was anderes ausprobieren. Aber ich muss zugeben, das ist schon nicht uninteressant in seiner simplen Bauweise, die aber dennoch, wie immer so, einem Bock macht, weil es auch immer wieder irgendwie dasselbe ist, looten und leveln. Es macht halt einfach Bock. Hat er mich. Ich war mir so sicher, dass ich ihn kriege. Weil der so wenig hat nur noch. Aber wenn ich jetzt komme, jetzt esse ich einen kleinen Fisch. Dann sehen wir dich wieder. Oh. Jetzt hat der meinen Fisch gegessen. Nee, doch nicht. Da ist er ja. Geil. Endlich wieder Energie. Schnell noch einen Zackenbarsch hinterher geschoben. Genau das Richtige. So. Wo ist der? Ja, Mann. So. Jetzt bin ich 6. Stufe 6. Und ich habe 8000 von diesen geilen Dingels. Das heißt, ich werde kurz mal in meine Höhle. Ist das die Höhle?
Okay, hier werden die ganzen Leichen entsorgt. Ist schon interessant, wie dieser Hafen seine ganz eigene, ein ganz eigenes Ökosystem hat. Und hier sehen wir auch noch weitere Bereiche. Ich bin ja offensichtlich hier schon einige Bereiche weitergekommen, aber hier sind noch 1, 2, 3, 4 Bereiche, zu denen ich noch gar nichts gemacht habe. So, wo ist denn hier jetzt die Höhle? Da. Schnellreise. Und nun wird evolutioniert. Der Hai weiß, wie er sich zu zeigen hat. Fortgeschrittener Sonar. Diese Evolution verbessert die Reichweite, Abklingzeit und Empfindlichkeit deiner Sonarfähigkeit. Plus 150 Sonarradius und bessere Abklingzeit. Da sagt der Hai nicht nein. Okay. Das ist jetzt mein fortgeschrittener Sonar. Jetzt sehe ich also alles, was in diesem Bereich hier so vor sich geht. Und wie ihr seht, bin ich relativ gut dabei. Es gibt viel zu entdecken, viel zu töten, viel zu essen. Aber ich muss sagen, es ist ein tolles Spiel. Also es macht mir richtig viel Bock. Trotzdem hören wir jetzt auf. Wir sind am Ende angekommen dieser wunderschönen Sea-Monster-Episode. Wir werden jetzt gleich etwas anderes spielen. Was weiß ich noch nicht. Das gucken wir uns gleich an, wenn wir wieder hier sind bei einem normalen Let's Play. Und bis dahin euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß.